Noch vor einigen Jahren galten Wasserbetten als unerschwingliches Statussymbol, als Spielerei und als überflüssiger Schnickschnack. Doch seit es Wasserbetten bereits in der Preislage hochwertiger konventioneller Matratzen gibt, gönnen sich immer mehr aufgeweckte Zeitgenossen den Genuss, auf sanften Wogen in die Träume zu gleiten. Einige Experten behaupten übrigens, dass dies die einzige wahre und natürliche Methode für gesunden Schlaf ist. Ob das tatsächlich stimmt, haben wir mit freiwilligen Testschläfern einmal ausprobiert. 6 bis 10 Stunden Schlaf benötigt ein erwachsener, gesunder Mensch jede Nacht. Wer weniger schläft, wacht in der Regel auch weniger entspannt auf. Doch in der Nacht kommt der Körper nur selten zur Ruhe. Die Druckstellen auf der Matratze entwickeln sich zu einem unbewussten Schmerz. Die Folge? Unzählige Male drehen wir uns jede Nacht, unterbrechen jedes Mal die Tiefschlafphase. Ganz anders beim Wasserbett. Hier ist ruhiges, entspanntes Schlafen möglich, da keine Druckstellen vorhanden sind. Und selbst Rückenschmerzen können gelindert werden. Ich habe aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit Rückenprobleme gehabt mit der Bandscheibe und auch Verspannungen der Schultermuskulatur, die sich aufgrund dieses neuen Bettes, denke ich, und auch ärztlicher Behandlung eben behoben wurden. Das Wasserbett unterstützt die natürliche Körperhaltung. Nerven und Muskulatur werden geschont. Von diesen Vorteilen ist Orthopäde Erik Kostanian überzeugt. Auf der normalen Matratze, wenn man auf der Seite liegt, passiert Folgendes. Die Wirbelsäule sackt etwas ab. Dadurch, wie man sieht, spannen sich die Nerven, Muskeln und Gefäße etwas an. Dadurch kommt es zu Blockaden, dann zur verspannten Muskulatur, dann zur Schwellung und eventuell zum Schmerz. Das passiert seltener im Wasserbett. Auf ihrer herkömmlichen Matratze schlafen Karin und Dirk schon lange nicht besonders gut. Deshalb träumen sie tagsüber immer öfter vom eigenen Wasserbett. Die Erwartungen sind einfach gigantisch daran. Ich freue mich richtig drauf und ich denke schon, dass das demnächst, also wir haben es schon ein bisschen mit in den Finanzierungsplan mit eingenommen, Finanzplanung. Ja, und ich denke eigentlich, was ich so schon gehört habe über Wasserbetten und hoffe eigentlich auch, dass dadurch also so eine Sachen wie Rückenprobleme halt einfach aufhören, ne? Das junge Pärchen will es ganz genau wissen. Im Bettengeschäft schauen sie Wassermatratzen an, die sich schnell in das bestehende Bett integrieren lassen. Alte Matratze sowie Lattenrost raus und rein mit der neuen wassergefüllten Liegefläche. Sie fühlen richtig, wie ihr Rumpf tief liegt. Der liegt richtig in der Matratze drin. Sie merken, dass die Beine, die leichter sind, höher liegen. Ja. Dass selbst der Nacken ausgefüllt ist mit Wasser, dass sie rein theoretisch noch nicht mal ein Kopfkissen brauchen würden. Stimmt. Es gibt bei dieser Liegevariante keine Punktbelastung mehr. Das heißt, an keiner Stelle wird die Blutzirkulation unterbrochen. Sie haben auf Ihrer Seite eine Matratze, die ist halb beruhigt und Ihre ist etwas weniger wackelig, die ist dreiviertel beruhigt. Beruhigen lassen sich die Wellenbewegungen durch eingelagerte Stoffe. So gibt es je nach Geschmack stark schaukelnde und sehr ruhige Wassermatratzen. Ein gedämpftes Bett, hundertprozentig zum Beispiel, unterscheidet sich fast nicht von einem Futonbett. Und physiologischerweise ist das so bei 80 bis 85% der Dämpfung, die besten Ergebnisse zeigt. Wenn das Wasserbett zu weich ist, es gibt bestimmt eine Reihe der Patienten, die Probleme mit Gleichgewichtsstörungen haben und die werden sich eventuell verstärken. Pro Quadratmeter Fläche wiegt ein Wasserbett gut 200 Kilo. Ein normales Bettgestell würde dieses Gewicht kaum aushalten. Daher bekommt die Wassermatratze einen eigenen Unterbau, der das Gewicht gleichmäßig verteilt. Dadurch wird sogar die Nutzung im Altbau ermöglicht. Eine Schaumstoffwanne umrandet den Wasserkern, der bei einer normalgroßen Matratze 250 Liter Wasser enthält. Die müssen von der integrierten Heizung erwärmt werden. Um sich vor Elektrosmog zu schützen, kann man sie nachts ohne großen Temperaturverlust ausschalten. Die Heizung ist notwendig, dass das Wasserbett nicht kalt ist, sondern auf einer für den Körper verträglichen Temperatur gehalten wird, sodass auch der Schweiß, der nachts vom Menschen
abgesondert wird, tagsüber durch die Temperierung des Wasserbettes auch verdunstet werden kann. Der Stromverbrauch schlägt mit 5 bis 7 Euro monatlich zu Buche. Wenigstens muss das Wasser nicht getauscht werden. Ein Chemiezusatz verhindert Algenbildung und hält die Plastikummantelung geschmeidig. Karin und Dirk sind sich noch unschlüssig, ob sie ein Wasserbett kaufen wollen. Deshalb checken sie zur Testnacht in einem Hotel ein. Natürlich im Zimmer mit Wasserbett. Ja. 25 von 200 Zimmern sind in diesem Berliner Hotel mit Wasserbetten ausgestattet. Für Hotelmanagerin Jutta Seidel ein trendbewusster Service. Wasserbetten sind bekannt dafür, dass sich der Rücken anpasst und man liegt nicht auf dem Bett, sondern in dem Bett. Und von daher war das eigentlich in erster Linie eine Serviceleistung, die wir unseren Gästen anbieten möchten und haben eben die Erfahrung gemacht, dass es eine gute Entscheidung war. Die Gäste haben jedenfalls Spaß in den hoteleigenen Wasserbetten, zumindest vor dem Schlaf. Denn ruhig zu schlafen ist im Wasserbett anfangs schwierig. Der Körper braucht meist 4 bis 10 Tage zur Eingewöhnung. Am Morgen danach Erfahrungen von Karin und Dirk. Das Wasserbett passt sich ja dann dem Körper auch an. Und das ist schon ungewöhnlich, also ungewohnt, ne? Wo es dann doch schon, denke ich mir, einige Zeit dauert, bis der Körper sich auch daran gewöhnt hat. Ja, der Sex, sagen wir mal so, man muss sich schon ein bisschen umstellen, man muss sich darauf einstellen. Und wenn man dann den Rhythmus gefunden hat, macht es eigentlich Spaß. Nach der Eingewöhnungsphase soll nicht nur der Sex, sondern auch der Schlaf im Wasserbett der beste überhaupt sein. Das glaubt zumindest der Orthopäde. Ich habe nur von Vorteilen gehört. Die Schmerzen haben nachgelassen, die fühlen sich entspannter. Beim konventionellen Bett kann man diese Entspannung und diese Wärme nicht erreichen im Vergleich zum Wasserbett. Zufrieden ist auch Schmerzpatientin Diana Deike. Nur beim Beziehen des schweren Wasserbettes kommt sie ins Schwitzen. Das Handling des Wasserbettes ist vielleicht etwas schwieriger als mit einem normalen Bett. Dadurch, dass die Matratze selbst ja sehr schwer ist und als Frau ist es vielleicht im ersten Moment etwas schwierig, das Ganze zu beziehen, ist aber einfach eine Gewohnheitssache. Was für Diana längst normal ist, soll nun auch für Karin und Dirk gelten. Nie mehr ohne Wasserbett. Das gibt es jetzt auch für Kleinkinder und sogar für Hunde. So hat jeder in der Familie seinen gesunden Schlaf.